Herzlichen Dank, Julia, für diese Einführung. Wir haben Walter Grasskamp heute bei uns und das ist für einen Historiker immer sehr erfreulich, wenn man jemanden trifft, dessen Schriften sehr inspirierend gewirkt hat. Und er wird eine größere Rolle in dem Vortrag spielen, aber Sie werden sehen, es hat mit Heldenverehrung nicht immer was zu tun. Was hat die Documenta von 1955 mit dem Nationalsozialismus zu tun? Auf diese Frage fand Walter Grasskamp, einer der Pioniere der deutschen Ausstellungsgeschichte in den späten 80er Jahren, in seinem Buch Die unbewältigte Moderne, eine klare Antwort. Die Documenta sei in erster Linie eine Gegenausstellung zur berüchtigten NS-Propaganda-Ausstellung Entartete Kunst gewesen. Die Documenta sei, und ich zitiere, als maßgebliche Station einer Rezeptionsgeschichte der Ausstellung Entartete Kunst zu verstehen, eine Antwort auf das Trauma, das mit dieser Hetzausstellung verbunden war, sozusagen der Versuch der Gründerväter der Documenta, die entartete Kunst wie eine bedauerliche Entgleisung revidieren zu wollen. Diese Intention schlug sich auch in der Ausstellungsinszenierung in Kassel nieder. Noch bevor die Besucher der Documenta überhaupt das erste Kunstwerk im Original zu sehen bekamen, waren sie an der Rückseite der Eingangshalle einer Fotowand mit großen Porträtfotos der ausgestellten Künstler begegnet. Für Grasskamp war diese Fotowand eine Reaktion auf die Verfemung durch den Nationalsozialismus, eine demonstrative Antwort auf Paul Schulze-Naumburgs Buch Kunst und Rasse von 1928 mit seiner Gegenüberstellung physiognomischer und körperlicher Entstellung mit modernen Porträts und Aktdarstellungen. Zitat, Grasskamp: Das plakative Porträtfoto als Ausdruck der ausgezeichneten Individualität wird der nationalsozialistischen Behauptung der Invalidität entgegengesetzt, das heroische Porträt der großen Einzelgänger der nationalsozialistischen Diskreditierung ihrer Werke. Zitat Ende. Um die gewünschte Akzeptanz bei den bürgerlichen Besuchern zu erzielen, sei die ausgestellte Moderne in Kassel aber inhaltlich entschärft worden, meinte Grasskamp. Keine Erwähnung wichtiger Inspirationsquellen, der Liaison dangereuse, wie der Kunst geisteskranker von Kindern oder der Kunst der von Europa kolonisierten Völker, der sogenannten primitiven Kunst. Letztere wurde in einer Fotoinstallation in der Eingangshalle, die wir am Vormittag schon sahen, mit einer seriöseren Quelle mit archäologischen Fundstücken zusammengeführt, entzeitlicht und die moderne Kunst somit in eine auf die Archaik zurückreichende Tradition der Tendenz zur Abstraktion gestellt. Auch ansonsten bezeichnende Leerstellen, keine Rehabilitierung von verfolgten jüdischen Künstlern wie Felix Nussbaum oder Otto Freundlich, dessen Werk Großer Kopf auf dem Titelblatt des Ausstellungsführers Entartete Kunst abgebildet gewesen war. Keine Auseinandersetzung mit dem Vorwurf des Kunstbolschewismus und den sozialkritischen, politisch engagierten Tendenzen der klassischen Moderne. Also, Zitat, kein Gross und kein John Hartfield. Grasskamps Deutungsangebot bezüglich der Documenta 1 wurde in den letzten 30 Jahren von Historikern und Kunsthistorikern weitgehend akzeptiert. Nicht zuletzt deshalb, weil es intuitiv plausibel erscheint. Es knüpft an die kunsthistorische Methode des Bildvergleichs an. Hier Bild, dort Gegenbild. Hier Bild, dort Vergleichsbild, hier die Femeschau entartete Kunst, dort das weichzeichnende Gegenbild, die Documenta 1. Auch für Ausstellungsmacher, die im DHM die Geschichte der Documenta präsentieren wollen und einen Auftakt finden müssen, könnte dies ein attraktives Narrativ sein. Im Ursprung war die entartete Kunst die erfolgreichste oder zumindest meistbesuchte Ausstellung zeitgenössischer Kunst aller Zeiten. In Abgrenzung von dieser Vergangenheit erfolgte der bundesrepublikanische Neustart durch eine Kanonisierung der ehemals Verfemten. Im Folgenden möchte ich diese zeitliche Einordnung und Interpretation der Documenta von 1955 etwas differenzieren. Natürlich spielte Abgrenzung bei den Ausstellungsmachern eine große Rolle, aber man verliert leicht aus dem Blick, welche Kontinuitäten und Rückgriffe auf ältere Traditionen die erste Documenta prägten. Meine These ist, dass die Beziehung zwischen den Ausstellungsstrategien der 50er und dem Komplex der Zwischenkriegszeit enger und komplizierter war, als sie in Grasskamps Konzeptionalisierung von Bild und Gegenbild erscheint. Das heißt allerdings nicht, dass man die Langzeitwirkung der entarteten Kunst grundsätzlich infrage stellen muss. Tatsächlich war diese NS-Propagandakampagne
nach Kriegsende für viele Betrachter der zeitgenössischen deutschen Ausstellungsszene der wichtigste Referenzpunkt. Schon im Januar 1946 war Erich Kästner nach der Auswertung von Publikumskommentaren einer Augsburger Ausstellung zu dem Schluss gekommen, die vehemente Ablehnung moderner und insbesondere abstrakter Kunst, gerade auch durch jüngere Besucher, sei eine Nachwirkung der entarteten Kunstkampagne und der ästhetischen Sozialisierung innerhalb des Nationalsozialismus gewesen. In seinem Artikel »Die Augsburger Diagnose, Kunst und deutsche Jugend« verkündete Kästner damals, es müsse dringend etwas geschehen. Nicht nur dieser Jugend wegen, Zitat, sondern auch um der deutschen Kunst willen, deren natürliches Wachstum, deren Entwicklung 12 Jahre lang künstlich unterbrochen worden ist. Letztlich ging es um nichts Geringeres als um den Wert und um die Geltung der deutschen Kunst. Zitat Ende. Was Not tue, so Kästner, sei Kunsterziehung. Zitat, Geschmacksbildung durch berufene Fachleute. Zitat Ende. 9 Jahre später diagnostizierte ein solcher Fachmann, Werner Haftmann, in seinem Vorwort zum Katalog der Documenta den massierten Einsatz der Betörungsmittel der Massenglücksdogmen der Jahre des Nationalsozialismus als verhängnisvollen Kontinuitätsbruch der deutschen Kulturgeschichte, der zu einer, Zitat, kulturellen Isolierung der Nation geführt hätte, und verkündete, die Kasseler Bilderschau sei weder für Kenner noch zur Belehrung Widerstrebender gedacht, sondern für die heraufwachsende Jugend, für deren noch unbekannte Maler, Dichter, Denker, dass sie erkennen mögen, welcher Grund ihnen zubereitet wurde und was es zu verwalten und was zu überwinden gilt. Zitat Ende. Lassen Sie uns zunächst einmal etwas genauer betrachten, mit was für Bildern dieser missionarische Ansatz umgesetzt wurde. Wir sehen hier eine Ausstellungsfotografie mit 3 Werken von Emil Nolde im Obergeschoss des Fridericianums, Raum 22. Es handelt sich von links nach rechts um die Familie von 1931, Herbstwolken Friesland von 1929 und Der Herrscher von 1914. Alle 3 Werke hatten die Ausstellungsmacher aus unterschiedlichen Privatsammlungen ausgeliehen und alle 3 waren in den Jahren zwischen 1945 und 1955 fast im Jahrestakt in einer Vielzahl von Ausstellungen zu sehen gewesen. In der großen Nolde-Retrospektive der Hamburger Kunsthalle 47, der Wiedereröffnung der Kästner-Gesellschaft in Hannover 48, der Biennale in Venedig 50, der Nolde-Ausstellung in Mannheim und Kiel 1952 und alle 3 gemeinsam auf der von Ludwig Rothe kuratierten Ausstellung in Luzern, Deutsche Kunst, Meisterwerke des 20. Jahrhunderts im Jahr 1953. Was hier exemplarisch an Nolde gezeigt wird, gilt pars pro toto für die überwiegende Mehrheit der auf der Documenta 1955 gezeigten Kunstwerke deutscher Künstler. Seit 1945 hatte man sie im Zuge einer von den alliierten Besatzungsbehörden geförderten Ausstellungspolitik im Rahmen der Re-Education schon auf diversen vorherigen Bilderschauen in- und ausländischen Betrachtern vorgestellt. Die jüngere Forschung hat deutlich herausgearbeitet, wie wichtig die personellen und institutionellen Verflechtungen dieser Jahre für den weiteren Ausstellungskontext sind, innerhalb dessen man die Documenta von 1955 zu verorten hat. Die Kasseler Bilderschau dieses Jahres wirkt wie eine Zusammenfassung etlicher Kunstausstellungen, die seit den ersten größeren Nachkriegsausstellungen, Befreite Kunst in Celle und Braunschweig, sowie der Allgemeinen Deutschen Kunstausstellung in Dresden im Jahr 1946 überall in Deutschland, aber auch im Ausland zu sehen waren. Von zentraler Bedeutung waren hier die Ausstellung Kunstschaffen in Deutschland, die 1949 zunächst im Kunsthaus Zürich, danach im Central Collecting Point in München zu sehen war, sowie die von Ludwig Rothe im selben Jahr veranstaltete Blaue Reiter-Ausstellung im Haus der Kunst in München, welche wiederum Eberhard Hanfstengels Präsentation deutscher Kunst auf der Biennale 1950 und 52 stark beeinflusste. Kurz, die Documenta von 1955 war in ihrer Künstler- und Werkauswahl später Bestandteil einer deutlich umfangreicheren Kanonisierungsbemühung, durch die deutsche Kunst innerhalb eines europäischen Rahmens um- und aufgewertet werden sollte. Aber diese Kanonisierung und politische Vereinnahmung fängt natürlich nicht erst 1945 an. Schon 1926 verkündete Will Grohmann in seinem Vorwort zum Katalog der Internationalen Kunstausstellung in Dresden, in deren Tradition Haftmann die Documenta 1955 stellt,
Die Kunst des 20. Jahrhunderts sei, und ich zitiere, der einzige vorläufige Beweis für die wahrhafte Existenz eines Pan-Europa und seine Vorherrschaft in der Welt. Während auf allen Gebieten des geistigen und materiellen Lebens eine augenscheinliche Verlagerung des Schwergewichts nach neuen Zentren der Erde eingetreten ist, behauptet sich der alte Kontinent in der Erfüllung einer künstlerischen Mission. Zitat Ende. Schon Mitte der 20er Jahre, nach einem verlorenen Weltkrieg und der internationalen Verfemung wegen der Kriegsgräuel und Kulturbarbarei in Belgien und Nordfrankreich, diente die neue deutsche Kunst als Mittel nationaler Selbstbehauptung. Auch die teleologische Entwicklung hin zur abstrakten Kunst, bei der deutsche Künstler eine zentrale Rolle spielten, war schon in den späten 20er Jahren Teil einer kulturpatriotischen Erzählung von Kuratoren und Kunsthistorikern, wie in der großen Überblicksausstellung moderner Kunst im Frankfurter Städel vom Abbild zum Sinnbild im Jahr 1931. Insbesondere ging es aber vielen Ausstellungsmachern darum, die deutsche Kunstentwicklung als gleichberechtigt mit und weitgehend unabhängig von der französischen darzustellen und dieses Narrativ auch im Ausland offensiv zu vertreten. Höhepunkt dieser Anstrengung war die hochumstrittene Ausstellung Neuere deutsche Kunst, die 1932 zunächst in Skandinavien und schließlich in Köln gezeigt wurde. Kuratiert vom Kustos der Berliner Nationalgalerie, Ludwig Thormehlen, diente auch diese Ausstellung dazu, zur, Zitat, Gesamtheit des europäischen Formwillens, Zitat Ende, die spezifisch deutsche Kunst hinzuzufügen, wie es Max Sauerland damals formulierte. Hoch umstritten war die Ausstellung besonders deshalb, weil die Ausstellungsmacher bewusst auf die deutschen Impressionisten verzichtet hatten. Allen voran Max Liebermann, den jüdischen Gründer der Berliner Sezession und damaligen Präsidenten der Preußischen Akademie der Künste. Fast zeitgleich ließ der damalige Direktor der Berliner Nationalgalerie, Ludwig Justi, Liebermanns Bilder im Kronprinzenpalais abhängen und verfrachtete sie aus dem Museum der Lebenden in das Gebäude der Nationalgalerie, welches dem 19. Jahrhundert gewidmet war. Parallel dazu kaufte Justi neuere Werke des Expressionismus an, wie zum Beispiel Emil Noldes Die Familie von 1931, das Bild, welches wir schon aus dem Nolde-Raum der Documenta kennen und welches auch auf der Ausstellung Neuere deutsche Kunst gezeigt wurde, hier zu sehen als zentrales Bild der Nolde-Koje in Köln. Diese kunsthistorischen Neusortierungen der Gegenwartskunst erlaubten es vielen Befürwortern einer solch klassisch deutschen Moderne, nach der Regierungsübernahme durch die Nationalsozialisten 1933, sich den neuen Machthabern mit ihrem Kunstverständnis anzudienen. Während der parteiinternen Auseinandersetzung um eine angemessene revolutionäre Kunst, besonders um den sogenannten nordischen Expressionismus, konnte die Ausstellung in Oslo in einem Brief an Hermann Göring als leuchtendes Beispiel dafür angeführt werden, wie man bewusst jüdische Künstler und die zwar christlichen, aber jüdisch-marxistischen verdorbenen Elementen ferngehalten habe. Aus einem Brief von Fahrenholz an Göring aus Juni 1933. Im selben Sommer organisierte der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund in Berlin eine Kunstausstellung 30 deutsche Künstler, in der Emil Nolde und Ernst Barlach als die Altmeister einer revolutionären neuen deutschen Kunst auf den Schild gehoben wurden. Wichtigstes Sprachrohr dieser Bemühungen, einer solcher Art entschärften Moderne im Dritten Reich zur Geltung zu bringen, war die neu gegründete Zeitschrift Kunst der Nation. Zu den zumeist jungen Kunstaktivisten, die sich hier bemühten, den künstlerischen Wert dieser modernen deutschen Kunst NS-kompatibel zu propagieren, gehörte unter anderem auch die späteren Documenta-Arbeitsausschussmitglieder Alfred Henssen, damals Kustos am Berliner Kronprinzenpalais, und besonders der junge Kunsthistoriker Werner Haftmann, der spätere Spiritus Rector der Documenta. Auch innerhalb der Zeitschrift Kunst der Nation bewies Haftmann, dass er für die großen zeitgenössischen kunsthistorischen Einordnungen bestens geeignet war. Wenn man sich dafür interessiert, wie nationalkonservativen Kreisen die Integration in den Nationalsozialismus gelang, dann gibt es kein besseres Lehrstück als Haftmanns programmatischer Artikel Geografie und unsere bewusste Kunstsituation, der im Oktober 1934 erschien und in dem Haftmann über die deutsche heutige Lage meditierte. Julia Friedrichs hat heute Morgen schon auszugsweise daraus zitiert. In dieser Abhandlung über den Stellenwert deutscher Kunst innerhalb der abendländischen Kunsttradition
sprach Haftmann von einer schicksalshaften Sendung, die dem deutschen Geist eingelagert sei, vom Blut und vom Raum. Was war gemeint? Ich zitiere: Unsere heutige Lage drängt zur neuen und grundsätzlichen Entscheidung, die historische Leistung und Lösung nicht mehr zu Rate ziehen kann, weil die Gefahrenzone sich völlig verschoben hat, weil über dem Gefüge der europäischen und damit und sogar zuvörderst deutschen Geistigkeit riesengroß die Gefahr des Fernöstlichen aufsteht, um gegen den europäisch stabilisierten Begriff der Persönlichkeit die kollektive Form der geeinten Rassenverbände angreifend zu setzen, verkündete der junge Kunsthistoriker. Widerstand sei angesagt, Kunst das Mittel der Wahl. Nach der Dominanz der westlichen Theorien im ausgehenden 19. Jahrhundert, in der Kunst in Form des Impressionismus, hätten Brücke und Blauer Reiter die Umbruchstelle einer neuen deutschen Sendung markiert. Diese neue Bewegung habe innerlich Nein zum Westen gesagt und sich, Schicksalsbestimmung der Geografie, östlich orientiert. Aus diesem, Zitat, scharfen Gegensatz zum Westen, Zitat Ende, so Haftmann, sei die westöstliche Synthese hervorgegangen, zu der nur Deutschland in der Lage sei und die nicht nur die deutsche Kunst bestimme, sondern auch in der politischen Gegenwart wiederzufinden sei. Zitat: Die politische Form der westlichen Demokratie ist in demselben Maße fraglich für den Deutschen wie der politische Kollektivismus östlicher Prägung. Wurde die heutige deutsche Gemeinschaftsform als neue politische Forderung erhoben, so lag darin der Ausdruck eines geeinten deutschen Willens, gleichzeitig aber auch, vom europäischen Verband her gesehen, die Aufstellung jener Synthese von West und Ost, vom westlichen Individualbegriff und östlichem Kollektiv. Der Artikel endet mit einer Beschwörung der Heroen des nordischen Expressionismus, Barlach, Nolde und Rohlfs. Zitat: Ihre Fülle der Sendung ist so deutscher Art wie nur etwas. Sie ist aber auch zukünftiger Art, weil sie das europäische Bild der Kunst neu gruppiert, es nicht mehr westlich verlagert, sondern deutsch zentralisiert und als deutsche Sendung West und Ost unter seiner Einheit begreift, unter die Einheit der westöstlichen Synthese. Zitat Ende. Ups. Natürlich konnte Haftmann diese Beschwörung eines deutschen Sonderweges, einer neuen deutschen Sendung, die Schicksalsbestimmung der Geografie sei, so nicht einfach nach 1945 fortsetzen. Aber Parallelen und Kontinuitäten sind unübersehbar. Zitat: Immer wo das Problem des Zeitgenössischen sehr brennend wurde und ins Übernationale verwies, gehörte es zu den Anliegen des deutschen Geistes, sich jeweils Rechenschaft in breiter Front abzulegen. Zitat Ende, erklärte Haftmann in der Einleitung zu dem Dokumentarkatalog. Auch 1955 erklärte er wieder, die besondere deutsche Lage erfordere einen breiteren Ansatz aus der Geschichte her. Jetzt aber wurde das Postulat einer westöstlichen Synthese von 1934 innerhalb einer weiteren europäischen Verflechtung aufgehoben. Und auch auf der Documenta 1955 wurden die Werke von Barlach, Nolde und Rohlfs noch gemeinsam in einem Raum gezeigt. Eine solche neue Anpassung alter Kunstnarrative an die abermalig veränderten politischen Umstände unterschied Haftmann übrigens nicht von anderen ehemaligen Mitstreitern des Expressionismusstreites vor 1937. Viele von ihnen fanden sich nach 1945 innerhalb der Kunstberichterstattung für die Wochenzeitung Die Zeit wieder. Neben Werner Haftmann waren das zum Beispiel Alfred Hensen, Bruno E. Werner und Paul Fechter. Nachdem ihre Versuche, besonders den Expressionismus als genuin deutsche Kunst zu kanonisieren, 1937 Schiffbruch erlitten hatten, hatten sie jetzt dazu neue Gelegenheit. Diese Kontinuitäten in der Kanonisierung einer guten, nationalen deutschen Kunst sind wichtig, wenn man die Documenta von 1955 richtig verstehen will. 31 der 58 auf der Documenta 1 ausgestellten deutschen Künstler waren auch schon auf den Ausstellungen Neuere Deutsche Kunst 1932 zu sehen, zum Teil mit denselben Werken, so zum Beispiel Emil Noldes Familie. Aber auch die Kontinuität der Fehlstellen ist bezeichnend. Genau wie 1932 wurde auch 1955 Max Liebermann aussortiert, nur dass dies jetzt keinen Skandal mehr auslöste. Gleichzeitig hatten viele der an der Documenta 1 beteiligten Personen ein geteiltes Interesse daran, einen Kontinuitätsbruch zu behaupten, der schon 1933 eingesetzt habe. Damit war eine nähere Auseinandersetzung mit der eigenen,
durchaus ambivalenten Rolle während des Nationalsozialismus überflüssig. Und hier stimme ich mit Julia Friedrich vollkommen überein. Nehmen wir zum Beispiel Werner Haftmann, der als 25-Jähriger am 1. Oktober 1937, einige Monate nach Eröffnung der entarteten Kunstausstellung in München, in die Partei aufgenommen worden war und den sein damaliger Vorgesetzter 1939 für eine Bewerbung auf einer Assistentenstelle bei Hans Sedlmayr in Wien als linientreuer Nationalsozialist angepriesen hatte. Auch das Arbeitsausschussmitglied Alfred Henssen war noch 1941 in die NSDAP eingetreten. Nach 1945 stellte diese Parteimitgliedschaft, zumindest in Berlin, ein unübersteigbares Hindernis für seine Wiederanstellung an der Berliner Nationalgalerie dar. Deshalb übersiedelte er kurz später in die britische Besatzungszone, Zitat, wo diese Schwierigkeiten für mich schon behoben sind, Zitat Ende, wie er Emil Nolde im Dezember 1946 anvertraute. Oder auch der Landschaftsarchitekt Hermann Mattern, der 1955 die Bundesgartenschau in Kassel konzipierte und auf dessen Vorschlag oder Mithilfe einer die Gartenschau begleitenden Kunstausstellung immerhin zurückgeht. Ein enger Kollege Arnold Bodes und Gründungsmitglied des Trägervereins Abendländischer Kunst des 20. Jahrhunderts e.V. 1939 war er noch für die Reichsgartenschau auf dem Killesberg in Stuttgart verantwortlich gewesen, hier mit Postkartenansicht der Ehrenhalle. Oder nehmen wir Ministerialrat Karl Gussone vom Bundesministerium des Inneren, der die Finanzierung der Documenta bewilligte. 1933 erfolgte der Eintritt in die NSDAP und die SS. Später war er mit hoher Wahrscheinlichkeit als Finanzbeamter an der Diskriminierung von Juden beteiligt. Nach erfolgreicher Wiederanstellung lehnte er noch 1951 eine Unterstützung einer Verständigungsveranstaltung zwischen Juden und Nichtjuden ab, weil von einem, Zitat, weit verbreiteten Antisemitismus im deutschen Volk ernsthaft nicht gesprochen werden könne, Zitat Ende. Angesichts solcher biografischer Verstrickungen lag es auf der Hand, die Kunstsituation während des Nationalsozialismus pauschal unter dem Begriff der Verfemung und Verfolgung zusammenzufassen und damit zu vereindeutigen. Symptomatisch dafür war Werner Haftmanns vollkommen realitätsferne, aber dafür umso wirkungsmächtigere Beschreibung eines angeblich inneren Exils der modernen Künstler im Nationalsozialismus, die er in seiner Einleitung zum Documenta-Katalog präsentierte. Der Künstler ging in den Untergrund, malte in Waschküchen, modellierte in verfallenen Fabrikhallen und nährte sich wie die Lilien auf dem Feld. Durch diese rhetorische Abgrenzung vom Kunstbetrieb im Nationalsozialismus wurde den jeweiligen Künstlern ästhetische Autonomie und damit moralische sowie politische Integrität zugeschrieben. Sie wurden zu Märtyrern im Kampf um die Kunstfreiheit stilisiert. Und damit fiel dann auch ein wenig Glanz auf diejenigen Beteiligten, die sich während des Dritten Reiches für diese Künstler eingesetzt hatten. Ungeachtet aller eigenen Konformität im Nationalsozialismus war man auf der Seite der Guten gewesen. Somit erscheint auch der innovativste und ungewöhnlichste Teil der Ausstellungsinszenierung von 1955, die Fotoinstallation der Künstlerporträts im Eingangsbereich, in einem neuen Licht. Dies war nicht einfach nur Kunstgeschichte als Great Man History. Foto- und Kulturhistoriker haben schon vor geraumer Zeit herausgearbeitet, dass Gestaltungselemente wie Fotomontagen und Großfotoinszenierungen in den 30er Jahren zum unverzichtbaren Bestandteil nationalsozialistischer Propagandaausstellungen wurde. Fotografisch gestaltete, sakral-kultische Ehrenhallen dienten der Emotionalisierung und waren Teil einer Überwältigungsstrategie von Ausstellungsmachern, die dadurch ihre politisch-pädagogische Aufgaben zu erfüllen versuchten. Hier Abbildung der Berliner Ausstellung Gebt mir 4 Jahre Zeit von 1937, deren Haupthalle vom Architekten Egon Eiermann gestaltet wurde. Rechts der Salone della Vittoria auf der Mailänder Triennale von 1936, gestaltet von Edoardo Persico. Wenn man sich aber die Literatur zur Documenta anschaut, dann wirkt es fast so, als ob, mit Ausnahme der entarteten Kunstausstellung, nur Ausstellungen nach 1945 die beiden Hauptakteure Arnold Bode und Werner Haftmann beeinflusst haben könnte. Die vielen Innovationen der internationalen Ausstellungstechnik der 30er Jahre scheinen vollkommen irrelevant zu sein. Tatsächlich lässt sich im Falle der Kasseler Fotowand die Bilderspur aber noch deutlich weiter zurückverfolgen. Bei dieser Porträtwand der Heroen des Bürgertums
ging es nicht einfach darum, dem Publikum anzugtragende bürgerliche Respektpersonen vorzuführen, wie Walter Graskamp meinte, um damit Schulze-Naumburgs Pamphlet Kunst und Rasse zu widerlegen. Diese Fotos auf dunklem Grund erinnern vielmehr an eine deutlich ältere deutsche Tradition der Heldenverehrung, den Ehrentafeln nach dem Ersten Weltkrieg. In ganz Deutschland fanden sich solche Zusammenstellungen von fotografischen Porträtaufnahmen der für das Vaterland gefallenen Helden sowie der überlebenden Kriegsteilnehmer. Hier in der ehrenvollen Erinnerung an eine aufopferungsvolle männliche Kampfgemeinschaft, die sich für die große nationale Aufgabe opferten, war der Ausgangspunkt für die spätere NS-Überhöhung der Volksgemeinschaft. In den 30er Jahren setzte sich diese Bildsprache fort und wurde von den Nationalsozialisten für propagandistische Zwecke genutzt. Auch die alten Kämpfer der NSDAP wurden in solchen Ehrentafeln gewürdigt. Hier eine solche Fotokomposition der Ortsgruppe Lörrach aus dem Bestand des DHM. Für die Teilnehmer des Zweiten Weltkrieges wurden solche Fototafeln zumeist von Ehrentafeln zu Gedenktafeln umbenannt. Aber die Bildtradition ist immer noch unverkennbar. Das Kasseler Publikum war 1955 ausreichend visuell versiert, um die Intention der dortigen Ehrentafel zu erkennen, und dass es sich bei den dargestellten Künstlerheroen ausschließlich um Männer handelte, war angesichts dieser Bildtradition auch selbstverständlich. Ich komme zum Schluss. Als die Documenta 1955 den alten Kämpfern der Moderne huldigte und sie als Fundament und richtungsweisend für die Gegenwart ausrief, kreuzten sich die unterschiedlichsten Traditionen und Entwicklungslinien. Haftmanns Beschwörung der unbestrittenen Malgenies dieser Epoche in der Einleitung des Documenta-Katalogs enthielt genau die Mischung von Heldenverehrung und Künstlerführerkult, von geschichtlicher Sendung und entschärften Nationalstolz, die es der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft möglich machte, sich durch das Betrachten von moderner Kunst in eine westliche Werte- und Vorstellungsgemeinschaft zu integrieren, und gleichzeitig damit die wirkliche Liaison dangereuse, die Epoche des Nationalsozialismus, auf sicherer Distanz zu halten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.